Good morning, ich hoffe, ihr habt einen guten Anfang zu Ihren Tag. Von der Tag Nummer 3 in dieser Serie, Jesus als Beter. Und über die letzten paar Tage habe ich gekickt in den Hintergrund von dem Brief zu den Hebräern. Und nun von der Tag wollen wir anfangen, den Brief selbst zu lesen. Nun einig, was wir wollen morgen, vor zum Anfang von der Tür, in der ersten mehrere Kapitel, dort ist, wo der Schreiber der den sieben Punkt abführen. Dort Jesus betet, er sagt, er ist einig abnahm. Er sagt, kick mal dit, kick mal dit, kick mal dit. Einig nur dort ohne zu wiesen, er dort wiesen, dort Jesus erst betet. Und ein besonderes Ding, was er dort, was die Wohnen morgen, dort ist, wegen er den Juden schrieben dort, er braucht ihre eine Schriften, den Old Testament, er braucht dort zum Erdwiesen, dort Jesus erst betet aus dem Judentum. Und einig mal für klar haben, Jesus ist nicht Beter aus dem Judentum, wegen der irgendwo besonders arach wie wegen dem Judentum oder irgend sowas dort. Nicht wegen sowas, aber bloß wegen Jesus wie der Erfahrung von alles, was er im Judentum hatten. Und dort ist, woran er als Beter, er ist der Erfahrung von dort, und so die sollen einen Arm, so die sollen einen Arm vorstellen und nicht an das, was wiesen da, nur Arm. Und das, was er ernt, wiesen. So, ich will gleich dann anfangen, nicht? Zu lesen in Hebräer 1, Vers 1 und 2. Oder wenigstens Port von 2. Gott, der in vergehenden Tiden wirken und auf viele verschiedene Wege durch die Propheten zu unseren Vätern geredet hat, hat nun in dieser letzten Teil durch sein Sehen zu uns geredet. Bet so weit. So, das erste Ding, was wir klar machen, und das ist, was hier sagen wird von der letzten Teil. Was ist der letzte Teil? Weil die Schrift dreht ihre Mauer von uns dort. Aber kurz gesagt, dort ist bloß gemeint von der Zeit, wo der Messias Jesus als in der Welt nennen kommt, bett von dir. Der letzte Teil fängt du an, aus Jesus in der Welt nennen kommt, und wir leben von dir nach einmal in der letzte Teil. So das, was dort zu bedienen hat. So in der Vergangenheit, sagt er dort, Gott hat durch die Propheten, auf viele verschiedene Wege geredet, um den Menschen Dinge zu sagen. Wo der hätte er reden? Wo nach mal der hätte er träumen, nach mal der Visionen, nach mal der hätte mit einer Lüde Stamm zu er reden, nach mal der hätte Engel schicken, zum neuen Propheten reden, und er wird sein, nach mal der hätte er schreiben. Das ist, wenn wir denken an Moses, und das hätte die Geboten dort schreiben. Gott hat dort schreiben für ihn, wenigstens das erste Mal. So Gott hat auf viele verschiedene Wege zu den Propheten geredet, und die Propheten haben dann zu den Menschen geredet. Und das ist, wo das schaffen wird, das muss man klar haben, das wird Leute auch wichtig sein. Wenn Gott will zu den Menschen reden, dann wird er dort der Vermittler, die führen dann die Propheten. So, Gott will zu den Menschen reden, und dann wieder ein Prophet, und dann wird der Prophet dort zu den Menschen sein. Und wenn Menschen, die wollen zu Gott kommen, kriegt dort jeden, dann wirst du der Priester. So wird das schaffen, und das wird für Leute im Brief wichtig sein. So, Gott will reden zu Menschen, dann sind du Propheten. Die Menschen kommen zu Gott, so ist mit Opfer oder irgendwo, dann sind du die Priester, die bringen dort zu Gott. Das wurde geschaffen. Opa, nun sagt er, dort nun wird er durch den Sehen reden. So, diese Vermittler, die hier so ihr schwirren, sagt er, nun sind die vertuscht, und nun ist Jesus hier so nennen gekommen. Jesus wird nun zu uns direkt reden. Nur ein wichtiges Ding zum auch hier so sein, dort ist doch der Schreiber, der hier so nicht wahrnehmen von der ihrer Schriften. Er will nicht die Schriften irgendwo weniger wird merken. Vielmehr, er wird das bestätigen, er sagt, jene Schriften, die je aus Juden haben, die sind von Gott gekommen. Er sagt, dort ist von Gott. Und dort ist, warum das so wichtig ist, was er nicht sagen will von den Schriften, warum die nicht sagen hören. Wegen Wort der Schriften und Wiesen, die Schriften sind von Gott gegeben und die Wiesen nur des Jesus. Und ich kann von den Dingen reden, über was die Propheten haben gesagt, aber ich will besonders ein Ding von reden, wo Gott hat durch die Propheten offenbart. Und dort hat er dann mit dem Messias, der du kommen soll. Von Anfang an in der Welt wird Jesus, der Gott Offenbarungen geben, über den sein Heilsplan, über den Rahrungsplan, den er wird geben zu den Menschen, und der Messias, der du kommen wird. Und das fängt wie von Adam an, oder von so einem Anfang, und ich will ein Beispiel geben. Wenn wir denken an Adam und Eva, aus der Bühne gefallen, von dann an, der Gott, all den seinen Rahrungsplan, offenbaren zu ihm, bloß ein Port. Er sagt, kicke mal, der hier nun kommt, der wird eine Kuh, der wird die Schlange, den Kopf verwunden.
In der Schlange wird den sein Fot verwundet, nicht habe ich wie Atemohr gehört. Dann kommen wir wieder, dann habe ich so als Abraham, du wirst gesagt, dass die ganze Welt wird gesegnet worden durch Arm. In Galaterbrief habe ich das klar, was du mit meinst. Und dann kommen wir wieder bei Jakob, siehst du wie Abraham, Isaac und dann Jakob. Jakob hat prophezeit, dass ein ewiger König wird kommen durch den Sturm Juda. Nun du wir nach Gottes Volk Israel. Und so nun redet er von Königs. Und er sagt, du wirst ein ewiger König kommen durch den Sturm Juda. Und dann kommen wir bei David, der König David. Und Samuel, der Prophet, hat David gesagt, dort dessen ewiger König, der wird von Armsturm. Und Luther in den Psalmen sagt David das selbst, in den Psalmen, er redet von Arm. Der Prophet Mika hat gesagt, dass dieser König, er wird geboren worden in Bethlehem. Der Prophet Jesaja hat gesagt, dass er wird geboren worden von einer Jungfrau. So, von wem tun diese alle reden? Die reden alle von dem Messias, die reden alle von Jesus Christus, die reden von dem Sehen, der schrieb hier in Hebräer von reden wird. Alle wisst nur Jesus haben, den Messias, der kommen wird. Nicht jetzt bloß ein paar Beispiele, aber die Schriften sind voll von dit, von so einer Prophezeiung oder so ist dit. So wie kann sein, dort Gott dort immer Bitte wies, Offenbarungen geben. Ein Bit, dann noch ein Bit, immer Bitte wies. Nie muss das ganze Bild auf einmal. Und nie offenbart einmal, als Jesus, als der Messias in der Welt nennen kommt, kriegt er von was all diese Propheten haben von dir redet, nie als er in der Welt nennen kommt. All die Bieter, wo du sind gewasst, die sind sozusagen nicht taub gestalt worden. Nur als Jesus die ganz volle Offenbarung von Gott. Jesus als Gott selbst im Fleisch gekommen. Nicht dürfen nicht mal bloß Bieter wie es kicken. Nur kicken wir nur die ganz volle Offenbarung, dort als Jesus Christus. Und so, der Hauptpunkt, wo der Schreiber will hier so sagen, und der Old Testament, und der Brief zu den Hebräern, ist, als wegen der Schrift der Hebräer, er sagt zu den Juden, wenn ihr an die alle Schriften glauben tun, dann soll ihr an Jesus festhalten. Woran? Wegen der Schriften wiesen nur an. Und das ist, was Jesus auch sagen wird, zu den Pharisäern zu einer Zeit. Er sagt, wenn ihr an Moses glaubt, dann würdet ihr mir auch glauben. Woran? Wegen Moses Schrift von an. So hier ist mir eine Frage für dich von dir. Kannst du Jesus sein im Old Testament? Als Jesus abgestorben wird vom Tod, damals jährt er die Länge Gottes am Waschen und Emmaus mit zwei Jünger taub. Und am Anfang weiten die nicht, dass Jesus ist. Und dann Luther damals sagte, dass er fängt an zu offenbaren von Moses an, durch die Propheten, alle Wegen, wo die Schriften deuten, von Arm vertellen. Vom Old Testament, ganz von Anfang bis Ende, fing wieder dort redet von Jesus. So wenn wir luten, dass der Heilige Geist an unsere Ohren und an unsere Worten wird aufmerken zu diesem Wort hat, dass wir Jesus können im Old Testament sein, wegen heißt aller Wehen. Wenn wir dort erst können sein, dann merkt das viel mehr sein für uns. So möchte Gott uns segnen, wir sein uns morgens.